Hallo liebe Siedler, nach dem Update heute vom 19.10. gibt es ja hier in der Händlergilde eine neue Funktion und zwar zwielichtige Geschäfte. Ich habe das jetzt leider schon aktiviert. Ich werde euch das jetzt aber am Testserver zeigen. Hier habe ich es noch nicht aktiviert. Und zwar ist das hier, man muss hier mal einen Mitgliedsbeitrag zahlen von den 10.000 Münzen. Hat man das gezahlt? Jetzt können wir schon wieder daher. Hat man das gezahlt, werden hier von Zeit zu Zeit, also 24 Stunden muss man jetzt mal auf alle Fälle warten, und dann wird man hier von Zeit zu Zeit eben Gebäude oder sonstige Rohstoffe, was auch immer finden, ja. Die Auswahl dessen wird zufällig passieren, ja. Und ich bin schon gespannt und neugierig, was hier dabei sein wird, ja. Es ist eine Erneuerung und ich finde das gar nicht so schlecht. Ich habe auch schon gelesen, gibt es keine anderen Probleme und so weiter und so fort. Ja, auch wenn es Probleme gibt, darf es auch ruhig Erneuerungen geben. Ja, also warum nicht? Sehen wir mal, wie das Ganze funktioniert und ich freue mich schon, hier die ersten Angebote anzutreffen.